Es geht um den Leidensweg von Giovanna D'Arco. Es ist vor allen Dingen für mich keine Liebesgeschichte. Und das finde ich für eine Oper schon bemerkenswert. Natürlich kommt das Element vor, aber es kommt deswegen vor, weil es mit der Figur und ihrer Zwiespältigkeit zu tun hat. Und dieses junge Mädchen, was zwischen absoluter Reinheit und den Qualen der Pubertät kämpft. Für mich persönlich war die Herausforderung vor allen Dingen die Menge der Menschen, die anzuziehen waren. Ich habe bei dieser Produktion etwa 60 Chorleute, also Damen und Herren, anzuziehen, die bis zu 3 Kostüme haben. Nochmal 10 bis 12 Statisten, auch mit mehreren Kostümen, und 8 Solisten, die jeweils mehrere Kostüme haben. Meine Arbeit beginnt damit, dass ich zuerst mich mit dem Regie-Team unterhalte und dass ich ungefähr weiß, in welche Richtung das geht. Und dann fange ich an zu recherchieren in Gemälden, Bildbänden, Kostümbüchern. Und dann fange ich an, Figuren zu zeichnen. Das ist eine unglaubliche Menge Samt, die der König da zu tragen hat, wie das bei mittelalterlichen Kostümen so war halt. Es gibt ja die bösen und die guten Geister und ihre Entrückung, also auch das Verrückte des jungen Mädchens quasi, die Stimmen hört. Und da haben wir uns halt für alle Bilder und für alle Situationen eigentlich Medien auch überlegt, wie wir die erzählen auf der Bühne. Also wir wollten auch vermeiden, dass man jetzt einen Dämonenchor ausstatten muss. Versuch mal noch, also nicht ganz so ernst zu gucken, also einfach ganz neutral, weißt du, wie diese Totenmasken, so ja. Wagner und so weiter, also dieses, wo wirklich eigentlich vollkommen ausdruckslos ist. So. Okay, Kamera. Kamera läuft. Augen auf. Ist der ganze Raum auch ein virtueller Raum sozusagen. Wir lassen ja eigentlich gar keine Filme im Hintergrund ablaufen. Jetzt ein extra von der Requisite angemischtes Blut bekommen.
Und das muss ich jetzt testen auf den Kostümen, dass das auch wieder rausgeht. Denn wenn das nachher als Fleck auf dem Kostüm zurückbleibt, weiß man ja immer vorher schon, was passiert, ne? Und das will ja keiner sehen. Wir wollten gerne Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen. Und es ist nun mal so, dass die perfekte Gelegenheit dazu am Ende des zweiten Aktes ist. Das kommt auch sehr gut hin und man kann auch sehr viel vorher erzählen von dem Rest, von der restlichen Historie. Naja, dann kam man halt irgendwie zu dem Problem, dass es ja noch einen dritten Akt gibt. Es ist so, dass Jeanne d'Arc erst 1920 heilig gesprochen wurde. Selig gesprochen 1909, 1920 wurde sie heilig gesprochen. Das heißt, vorher war sie noch gar nicht wirklich diese Märtyrerfigur. Da kam dann die Idee für den dritten Akt und der hat eben viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Dieses Material verwende ich für die englischen Soldaten als Kettenhemden. Das ist tatsächlich ein Material, was es nicht mehr gibt. Es wird nicht mehr hergestellt. Insofern ist es sehr kostbar. Das ist wie ein Bindfadenstrick, aber das ist dann noch mit Silberfarbe gepresst worden. Die sind trotzdem deutlich leichter noch als die richtigen Kettenhemden aus Metall und haben aber trotzdem noch ein authentisches Gewicht. Diese Jacken, wo ich 32 plus Statisterie zu brauchte, waren tatsächlich im Fundus. Ja, also wir haben natürlich lange auch vorher überlegt, wie das gehen kann und wie man das aufteilt. Das ist ja auch unser Regiedebüt. Also die Probenleitung hatte irgendwie, war eigentlich ein relativ klarer Fall, dass Momme die übernimmt und konzeptioniert haben wir natürlich zusammen. Ich bin jetzt so ein bisschen hauptsächlich in den Videopart reingerutscht. Klar, dass wenn wir die Regie führen, dass wir dann auch einen Videozauber abfahren wollen. Und da fehlt mir Momme natürlich auch sehr. Also wir sind natürlich auch irgendwie eigentlich auch gewohnt, da als Team zu arbeiten. Aber das ist ja natürlich auch eine sehr aufwendige Produktion.